Auch das ohne Zweifel wichtige politische Arbeit, aber in 2, 3 Jahrzehnten wird wohl auf anderes zurückgeblickt werden. Und zwar, welche Entscheidungen Politik und Gesellschaft gegen den Klimawandel und den Raubbau an den Ressourcen des Planeten getroffen haben. Kommen wir zuerst zur Erwärmung und dazu, was der gegenwärtige Monat darüber aussagt. Nadja. Ja, zwar hat dieser Monat noch einige Tage, allerdings kann man jetzt schon mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, der Juni 2019 wird der wärmste seit Messbeginn vor rund 250 Jahren. Obwohl alle Monate heuer mit Ausnahme des Mai zu warm gewesen sind, scheint der Juni von der Erwärmung besonders stark betroffen zu sein. Alleine seit 1980 ist dieser Monat im Mittel um 2,4 Grad Celsius wärmer geworden. Eine Entwicklung, die sich fortsetzt. The point of no return, also eine Umkehr dieser Entwicklung, sei bald nicht mehr möglich, warnen viele. Und in Österreich sind es vor allem die Initiatoren des Klimaschutz-Volksbegehrens. 4 Apfelbäume vor dem Parlament als Symbol für 4 Forderungen des Klimavolksbegehrens. So müsse der Klimaschutz in die Verfassung, ebenso der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Die Initiatoren fordern eine ökologische Steuerreform und eine Verkehrs- und Energiewende. Klimaschutz darf nicht nur etwas sein, was wir sagen, wovon wir reden. Wir hören in letzter Zeit sehr, sehr viele Parteien, die sich zum Klimaschutz bekennen. Wir als Volksbegehren wollen sie dazu auffordern, auch tatsächlich zu handeln. Angesichts der heißer werdenden Sommer dürfe nicht länger gezögert werden. Jetzt gehe es darum, welche Zukunft und welche Heimat wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen wollen. Und deswegen haben wir beschlossen, ein Volksbegehren zu starten. Ab Herbst sammeln die Initiatoren Unterstützungserklärungen. Ziel sind letztlich 100.000 Unterschriften, damit nicht nur Bäume symbolisch vor dem Parlament stehen, sondern auch das Volksbegehren im Parlament behandelt werden muss. Aber was sind schon 4 Bäume gegen das, was gerade im Regenwald am Amazonas geschieht? Dort wird gerade großflächig abgeholzt. Und zwar rascher als je zuvor. Und das, obwohl gerade der Regenwald ein wichtiger Faktor im Kampf gegen den Klimawandel wäre. Dieser Wald ist die grüne Lunge der Erde. Er bindet Unmengen an klimaschädlichem CO2. Und er ist mehr in Gefahr denn je. Seit Anfang Mai wird in Brasilien so viel gerodet wie in den letzten 10 Jahren nicht. 70.000 Hektar. Eine Fläche ungefähr zweimal so groß wie das Bundesland Wien, sind innerhalb kürzester Zeit verschwunden. Es ist beängstigend, weil nicht nur wir Brasilianer die Konsequenzen tragen, sondern die ganze Welt. Umweltschützer sind hier aber definitiv in der Minderheit. Das dürfte auch mit der Politik des neuen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro zusammenhängen. Für ihn haben Wirtschaftsinteressen Priorität. Es sei auch das erklärte Ziel der Regierung und der Agrarindustrie, große noch unberührte Flächen dem Markt zugänglich zu machen, sagen Experten. Wenn sich nichts ändert, könnte 2019 jedenfalls eines der schwärzesten Jahre für den brasilianischen Regenwald werden. Wollen wir heute sprechen? Das tun wir in einer sehr ungewöhnlichen Konstellation, nämlich gemeinsam mit Annalena Baerbock, Robert Habeck und Wolfram Weimer. Und wir freuen uns auf Brenda Strohmeier und Erik Wrede. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Willkommen zu unserer Sendung. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind, in der wir gleich zu Beginn 2 sehr herzlich begrüßen, die etwas geschafft haben, was kaum einer für möglich gehalten hätte. Bisher hatte ja das Wort Doppelspitze eine ähnlich erotische und sinnliche Ausstrahlung wie im Moment das Wort SPD-Vorsitzender. Sie aber haben es geschafft, das zu ändern. Deutschland und die Grünen, schrieb der Spiegel vor ein paar Tagen, das ist im Moment eine Wahnsinnsliebe. Selbst Claudia Roth ist irritiert und fragt den neulich, wie kommt es eigentlich, dass selbst meine 79-jährige Friseurin voll auf Robert Habeck abfährt? Ihre Partei, die Grünen, erleben, seitdem sie beide übernommen haben, einen fast beispiellosen Aufstieg. Auch wenn er vor ziemlich genau einem Jahr hier bei uns noch einen letzten verzweifelten Versuch gemacht hat, bloß nicht größenwahnsinnig zu wirken. Da sagt er nämlich, ich bin nur ein einfacher Parteivorsitzender und die Grünen sind doch keine Volkspartei. Jetzt sind sie es plötzlich doch. Und viele Beobachter sagen, das hat vor allem mit dieser Frau zu tun. Sie ist der Boss, schrieb neulich der Spiegel. Und Claudia Roth sprach einen Satz, der nach Gänseblümchen am Wegesrand klingt. Annalena, sagte sie, ist die Wurzel unseres Baumes. Und ohne sie würde manche Blüte von Robert schnell verwelken. Was also? Ja. Was also? Ja, das ist Poesie.
Und die große Frage ist, was also haben Annalena und Robert vor? Das fragen wir heute Annalena Baerbock und Robert Habeck. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen. Ja, und wir sind gespannt, wie dieser Mann die grüne Welle analysiert, die gerade durch Deutschland wabert. Einer der versiertesten Politikbeobachter des Landes, Verleger, Publizist, Bestsellerautor, der sagt, die neue Generation der Grünen ist sehr viel geschmeidiger als diese alten Zeigefinger-Hoch-Besserwisser wie Claudia Roth und Jürgen Trittin. Und noch etwas, die Stärke der einen ist offenbar auch die Schwäche der anderen. Er sagt, diese Grünen haben die implodierende SPD wie ein grünes Zewa-Wisch- und Wecktuch einfach aufgesogen. Herzlich willkommen, Wolfram Weimar. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und über ein Tabuthema wollen wir heute sprechen, nämlich mit Ihnen beiden. Es geht um eine sehr existenzielle Frage, nämlich, was bedeutet es, mit erst 44 Jahren Witwe zu werden? Ihr ist genau das widerfahren. Und sie hat ein brillantes Buch darüber geschrieben. Ein Witwenbuch, sagt sie, muss anfangen wie ein Krimi, nämlich mit einer Leiche. In diesem Fall aber leider mit der meines Mannes. Denn das Leben einer Witwe ist ein Leben nach dem Tod. Was bedeutet das heute? Es sind ganz handfeste Fragen, die sie stellt. Wie viel Spaß ist noch erlaubt? Trägt man eigentlich noch monatelang schwarz? Und vor allen Dingen, wie kriegt man die Leiche seines Mannes aus dem Krankenhaus? Der Familienstand Witwe, sagt sie, ist immer noch etwas, den man sich eher bei älteren Damen vorstellt, aber nicht bei einer Frau Mitte 40. Herzlich willkommen, Brenda Strohmeier. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und spätestens bei der Frage... Spätestens bei der Frage, wie kriegt man die Leiche seines Mannes aus dem Krankenhaus, kommt dieser Mann ins Spiel. Dieser Mann, der eine Lässigkeit ausstrahlt, die eher zu einem Jazzpianisten passt, wie jemand mal schrieb, ist tatsächlich Bestatter. Aber eben anders. Nicht bleich und ernst und mit schwarzem Hut, sondern einer, der etwas verändern will an unserer gängigen Trauerkultur, die für ihn im Stil einer Industrie daherkommt. Einer, der nicht den teuersten Sarg verkaufen will und einer, über den jemand mal gesagt hat, wenn man einen Tag nur mit diesem Mann verbringt, dann verliert der Tod seinen Schrecken. Herzlich willkommen, Erik Wrede. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Also, schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich habe gerade mitgekriegt, Robert Habeck hat draußen Autogramme geschrieben und zwar in einer Anzahl, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Frau Baerbock auch? Das habe ich nicht gesehen, ja? Ja, ich musste nur früher in die Maske rein. Okay, man hat sie so da weggezerrt. Okay, ja. Sie schreiben gleich weiter. Um ehrlich zu sein, ihr habt gerade mehr Autogramme geschrieben als neulich Rod Stewart hier bei uns in der Sendung. Okay, das ist ein schlechter Vergleich, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Problem für Rod Stewart ist oder umgekehrt. Ja, das weiß man nicht so. Aber ernsthaft, seit wann ist das so, dieser Hype? Seit wann erlebt ihr das so? Ist jetzt ja auch nicht, dass das Hunderte waren. Passt jetzt gut in die Inszenierung. Aber natürlich ist es so, dass je mehr man in der Öffentlichkeit steht, dass ein mehr Menschen erkennen. Aber trotzdem sind wir ganz normal mit dem Zug hierher gekommen. Das ist schon klar, aber es geht ja nicht nur um Erkennen, Herr Habeck. Es geht ja um die Frage, dass einem plötzlich die Herzen der Leute so zufliegen, dass man plötzlich auf so einer Welle getragen wird. Macht Ihnen das Spaß oder ist das etwas, was Ihnen eher Angst macht? Es ist natürlich besser, die Leute finden das interessant, was man macht, als dass sie einen überhaupt total blöde finden. Aber letztlich geht es darum nicht, sondern es geht darum, dass wir in ernsten politischen Zeiten leben und unserer Partei eine Verantwortung zugemutet wird wie noch nicht zuvor und dass wir hart daran arbeiten, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Also Sie klingen so ernst, es macht überhaupt keinen Spaß oder ein bisschen schon? Mit Annalena macht Spaß, hoffentlich sagt sie das gleich auch zu mir. Aber Spaß ist nicht die richtige Kategorie für das, was wir gerade erleben. Und ja, was aber wir Sie machen, haben eben das Wort Zumutung benutzt. Also wird uns was zugemutet. Ja, wir wollen natürlich irgendwie so bleiben, wie wir sind und quasi einen normalen Blick auf die Dinge haben. Also insofern bleibt Spaß, Freude, Kollegialität, keine Ahnung, die Hauptemotion. Aber das, worüber wir gerade politisch reden, ist natürlich bleiernst. Und jetzt haben wir diese Situation, dass wir quasi jeden Tag einen Stein mehr auf den Rucksack kriegen und gesagt wird, jetzt lauf mal schneller. Und das ist nicht nur lustig, sondern wir zwingen uns sozusagen, dieser Verantwortung standzuhalten. Das klingt nach großem Druck. Es belastet Sie offensichtlich.
Nee, also das ist keine Belastung, aber es ist natürlich eine Verantwortung. Wir leben ja in Zeiten, wir haben die Klimakrise hautnah. Ja. Also ich meine, diese Temperaturen, ich bin gerade auch aus dem Irak zurückgekommen, da waren es 45 Grad. Aber sich vorzustellen, wenn wir das demnächst bei uns haben, ja, das bedeutet, unsere ganze Arbeitswelt wird komplett umgestellt, weil man mittags einfach nicht mehr arbeiten kann. Wir haben auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die auseinanderdriftet. Und das ist natürlich was, wo, wenn wir in einer anderen Rolle sind, natürlich auch eine andere Verantwortung auf uns zukommt. Der wir uns stellen, weil natürlich macht Gestalten auch auf eine Weise Spaß, sonst würde man diesen Job nicht machen, aber natürlich ist es eine Verantwortung. Wir reden gleich intensiv, auch inhaltlich. Das habe ich mir heute fest für die Sendung vorgenommen, weil ich gerne wissen wollen würde, Herr Habeck lacht, warum? Sie hatten erwartet, dass ich Sie nach dem Kanzler frage, ja? Das mache ich erst ganz zum Schluss. Nein, aber ernsthaft, mich würde mal interessieren, ich meine, die Grünen sind doch eigentlich auch von ihrer DNA her, Herr Weimar, helfen Sie mir ein bisschen, die sind doch gar nicht gebaut eigentlich für das, was da jetzt kommt. Also die Grünen sind doch die Anarchos, die sympathischen Stricker mit den Wollsocken und ein bisschen gegen Atomkraft. Wir hätten das, aber das Thema charismatischer Überschwang, den beobachten wir in der modernen Politik in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Wir haben es in Frankreich gesehen, ein Macron, der eine ganz neue Partei gründet, der ein Land neu formiert politisch. Da hätten wir auch gesagt, die Franzosen, das Volk der Revolution, ist das für die so relevant? Es spielt eine große Bedeutung in der Mediendemokratie. Ja. Österreich, Sebastian Kurz, eine Figur. Der Wunderwuzi, wie die Österreicher sagen. Die waren bei 17%, fielen auf 15%. Jeder dachte, das wird wie die Demokratia Christiana. Die gehen einfach unter. Dann kommt ein charismatischer Mensch, beseelt diese Partei neu. Wir haben es bei uns erlebt mit Christian Lindner vor 3 Jahren, vergisst man heute, aber er hat natürlich auch die FDP, das war schon auch eine charismatisch-politische Leistung. Wir haben es bei der SPD mal für ein paar Monate gesehen mit Martin Schulz, das verpuffte dann sehr schnell. Ich glaube, das ist bei den Grünen nachhaltiger, die haben Glück mit dieser Doppelpersonalie. In der B-Note 5,9, 5,8, wie sie das bisher gemacht haben. Okay. Wie viel gibt's? Die entscheidende Frage ist, was ist die A-Note? Genau, wie viel gibt es denn, fragt Herr Habeck. Das ist eine sehr gute Frage. 6 ist es maximal. Es gibt 6,0 Eiskunstlaufe. Er kommt nicht aus dem Kunstturnen und aus dem Eiskunstlaufe. So, deswegen. Ja, also 5,0 ist da besser, die ist gut im Trampolin. Beim Trampolin ist es aber anders. Da gibt es die 10,0 als oben. Ja, genau, und das wird so 25, 26 gespielt. Was für ein Spiel? Handball. Ach, Handball, ja. 5,8 gar nichts. Ja, das ist nicht. Also... Das ist die künstlerische Note und da ist Ihnen einfach sehr viel gelungen. Ich würde aber trotzdem gerne noch wissen wollen, welche Art Handball Robert Habeck gespielt hat, bei dem Noten verteilt werden. Aber das ist ein anderes Thema, erklären wir beim nächsten Mal. Okay, also träumen Sie, um jetzt mal inhaltlich zu werden, von einem linken Deutschland oder von einem schwarz-grünen Deutschland? Was wäre das Deutschland, das Sie sich malen würden? Es geht ja nicht um Träumen, sondern es geht darum, wie wir im Hier und Heute unsere Zukunft so gestalten können, dass wir gemeinsam hier noch gut leben können. Ich weiß, dass das eine gefährliche Frage ist, aber versuchen Sie mal zu beantworten. Was wäre Ihnen lieber, Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Grün? Nein, Politik ist kein Wunschkonzert, sondern Menschen in diesem Land wählen, zum Glück in einem freien Land, in freien Wahlen. Danach entstehen Mehrheiten. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass man auch Politikkonzepte irgendwie der 2000er Jahre nicht auf heute anwenden kann. Wir haben in ganz Europa und auch in Deutschland gesehen, dass sehr unterschiedlich gewählt wird in den Bundesländern, dass Mehrheiten ganz anders sind, dass wir die alten Blöcke, die Sie jetzt beschreiben, die existieren so nicht mehr. Sondern wenn ich bei mir in Brandenburg schaue, wo wir jetzt mit 4 Parteien alle ungefähr bei 20% sind, neuerdings die Grünen mit dabei, dann ist es eine ganz andere Situation, wo man sich als Demokratinnen und Demokraten dann fragen muss nach einer Wahl, wie können wir jetzt am besten die Region, das Land, unsere Stadt hier vor Ort gestalten. Und so verstehen wir Politik. Okay, Herr Habeck, was ist dann Bremen, das, was gerade in Bremen passiert? Ist das ein Signal auch in Richtung Bund sozusagen? Nein. Ist das vorstellbar? Nein, das ist eindeutig nicht. Es ist eine Bremer Entscheidung in der besonderen Situation, die da getroffen wurde, vor einem komplizierten Hintergrund. Die CDU hat in den Sondierungsgesprächen, wenn ich das zusammenfassen darf, was mir die Parteifreunde gesagt haben, sehr viele gute Angebote gemacht. Am Ende war das Vertrauen, dass die FDP in einer Jamaika-Regierung im Bundesrat die dann ja wichtigen Entscheidungen nicht blockiert, nicht da, weil das immer wieder kassiert wurde. Das war nachher der Ausschlaggebende. Also schon wieder die FDP? Ja, das... Es verfolgt Sie, das Thema. Naja, wir müssen ja jetzt anders drüber nachdenken, auch die Bremer Grünen müssen anders drüber nachdenken, dass wir nicht über den Bundesrat
über Verhinderungsmehrheiten nachdenken. Das ist ja sozusagen die alte Denke, die ich auch noch kenne aus meiner Regierung. Es gibt eine große Koalition und über die Länderkammer können die Landesregierungen darauf einwirken, dass bei zustimmungspflichtigen Gesetzen nicht einfach alles durchgewunken wird. Das ist aber sozusagen ein Nein. Mhm. Und im Kabinett läuft es so, dass wenn ein Partner sagt, ich stimme nicht mit, dann greift die Koalitionsformel, so heißt das Ding, dann wird sich enthalten. Im Bundesrat wird immer nur positiv abgefragt, also ist es ein Nein. Wenn also ein Partner nicht mitspielt, dann nimmt man sich raus und stimmt nicht dafür. Jetzt denken wir aber, und die Bremer haben das klugerweise mitgedacht, über gestaltende Mehrheiten. Wir brauchen also ein Ja für die dann zu entscheidenden Projekte, Prozesse, die wir dann ja irgendwann in Verantwortung umsetzen wollen. Und da waren die Signale, die die Bremer Grünen bekommen haben, zu widersprüchlich. Aber dann ist es ja doch eine strategische Entscheidung. Ja, dann begründen Sie das gerade bundespolitisch und sagen, das ist eine Bremer Entscheidung, entlang der Bremer Sondierungen, die nicht klar genug waren. Aber die halbe Republik schaut ja drauf. Jetzt haben wir die von der Mitte her die Grünen sozusagen stark gemacht. Viele Leute haben sie zum ersten Mal gewählt. Und zwar Leute aus der bürgerlichen Mitte. Und die wollen natürlich schon die Antwort haben auf die Frage von Herrn Lanz. Wollt ihr Deutschland von der Mitte her neu definieren? Oder seid ihr sozusagen noch in der linken Ecke und holt jetzt in der Mitte Mehrheiten, aber wollt eigentlich ein linkes Reformprojekt für dieses Land? Und deswegen ist Bremen natürlich ein großes Symbol. Da hatten die Grünen die Entscheidung, wir machen ein Projekt der Mitte oder wir machen ein Rot-Rot-Grün-Projekt. Und wenn sich die Partei dann für das Linke entscheidet, dann sagen sehr viele Leute in Deutschland, oh, dann wissen wir, wo sie eigentlich hinwollen oder wo ihr Herz schlägt oder wo die strategische Linie hingeht. Und der Frage werden sie wahrscheinlich in den nächsten Monaten ganz häufig begegnen. Herr Habeck. Herr Baerbock, wer auch immer. Klar ist das eine Frage, dass manche sagen, wir möchten vor der Wahl wissen, ob ihr ausschließt zu 100%, ihr geht nicht mit der CDU zusammen oder ihr geht nicht mit den Linken zusammen. Deswegen sagen wir sehr ehrlich vor den Wahlen, nein, das werden wir nicht zu 100% ausschließen. Ist denn für Sie die Linkspartei genauso eine Partei wie die CDU? Ich meine, die Linkspartei ist die direkte Nachfolgerin der SED. Das ist die Mauerbauerpartei, das ist die Partei, die hat Menschen gefoltert, die hat Menschen umgebracht. Das sind nicht irgendeine linke Truppe, sondern das sind die. Und wenn Sie die zum ersten Mal in Westdeutschland in eine Regierung holen, wie in Bremen, dann sagen viele Menschen, Mensch, gerade die Grünen, die auch einen moralischen Anspruch haben, warum macht ihr das denn? Ihr kommt doch aus der Bündnisbewegung. Das ist doch nicht nötig. Ja, zwei Anmerkungen, drei. Ich stelle interessiert fest, wie sehr wir über Inhalte reden. Deswegen habe ich vorhin gelacht, weil ich wusste, dass es nicht über Inhalte geht heute Abend. Doch, aber sind das Inhalte? Nein, es geht natürlich um Machtkonstellation und so wird es auch weitergehen. Aber okay, das ist sozusagen nur zu Protokoll gegeben, dass es die letzten 10 Minuten nicht um Inhalte ging, sondern um wer kann mit wem und die Bedeutung. Zweiter Punkt, zweite Anmerkung, was ich sehr irritierend finde. Ja. 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, wie gerade von konservativer Seite zwischen Ost- und Westdeutschland unterschieden wird. Also, die Linke in Westdeutschland, das erste westdeutsche Bundesland. Das ist eine Mauer im Kopf, in der Argumentation. Also damit baut man natürlich rein rhetorisch eine Teilung auf, die eigentlich gerade von konservativer, Entschuldigung, Herr Weimar, die gerade von konservativer Seite, also auch von Ihrer, eigentlich überwunden werden sollte. Es wird sozusagen eine neue Spaltung in der politischen Landschaft eingeführt, allein argumentativ. Und drittens, wenn wir uns einmal auf dieses Machtfarbmusterspiel einlassen, dann muss man sagen, die Grünen sind in 4 Regierungen mit der CDU, in 2 Regierungen mit der FDP, bisher in 2 Regierungen mit der Linkspartei und jetzt vielleicht, ist ja noch nicht zu Ende, in einer dritten. Wenn man das also zusammennimmt und die großen Länder dazu nimmt, Baden-Württemberg, Hessen und das kleine Bremen, mit Respekt vor allen Bremern, dagegen hält, dann ist dieses ganze Rede von, sind die Grünen eine linke Partei, ein Symbol für die Republik, sorry to say, wenn es geht darum, wo Sie hingehen, wo Sie hinwollen mit Deutschland. Nach Ihrer Logik. Die Frage ist, wo wollen Sie mit Deutschland hin? Wollen Sie mit der Linkspartei ein Projekt oder nicht? Was also passiert ist, dass eine symbolische Debatte aufgeblasen wird, um sich nicht der inhaltlichen Debatte zu stellen. Und das ist das, was wir nicht mitmachen wollen. Die ganze Geschichte, die wir die letzten Jahre geschrieben haben, ist... Ich glaube, die ganze Geschichte, die wir die letzten 1,5 Jahre gemacht haben, ist, dass wir uns diesen Ritualen, die auch noch in sich unlogisch sind, die falsch sind, nicht stellen werden. Deswegen werden wir immer, wie Annalena es gesagt hat, auf die inhaltlichen Punkte hinweisen. Und wir werden die Konstellation eingehen in den Ländern wie im Bund, wo am meisten innerlich bei rauskommt. Ja.
Ja. Herr Habeck, da versuchen Sie im Ungefähren zu surfen. Aber natürlich geht es um die Frage, wenn Sie die Volkspartei der linken Mitte sind, und vieles deutet darauf hin, dass diese neue Rolle Ihnen von den Wählern zugeschrieben werden, dann wollen diese Wähler wissen, wohin gehen Sie mit diesem Land? Und da ist die Frage, schlägt Ihr Herz links und Sie wollen ein linkes Reformprojekt? Das ist doch legitim. Ja, finde ich auch. Kann man für kämpfen und da findet man vielleicht auch mehr. Das hat auch was mit Inhalten zu tun. Aber es nicht zu sagen, es im Ungefähren zu lassen und die Diskussion abzubiegen und zu sagen, ja, das spielt gar keine Rolle mit der Linkspartei, das halte ich für nicht in Ordnung. Da müssen Sie schon Klartext reden und sagen, Entschuldigung, aber und deswegen ist die Frage nach dem Traum für Deutschland sehr legitim. Sie könnten ja auch sagen, ich will Deutschland von der bürgerlichen Mitte ökologisch modernisieren. Mein Traum ist eigentlich schwarz-grün oder was auch immer. Aber das sagen Sie nicht. Und dann wächst bei vielen Menschen der Verdacht, eigentlich sind es doch die Altlinken, die jetzt nur ein bisschen bürgerlich dahertänzeln, geschmeidiger reden. Aber wenn Sie können, dann doch eine Koalition mit der Linkspartei machen. Ich finde es gerade sehr interessant, was hier passiert, weil Herr Habeck gerade sagte, wir reden hier doch gar nicht inhaltlich. Ich habe aber selten erlebt, dass Menschen auf den Rängen hier so dermaßen aktiv dabei waren, was für mich ein sehr sicheres Zeichen ist, dass wir sehr wohl inhaltlich sprechen, weil wir gerade wissen wollen und uns darüber streiten. Nein, aber wenn die Frage, wovon träumen Sie von Deutschland? Ja. Ja, ich habe gefragt, von welchem Deutschland träumen Sie? Ja, ich träume nicht in Farben von Deutschland. Ist Baden-Württemberg ein gutes Beispiel? Ich träume nicht in Farben von Deutschland, sondern mein Traum für die Zukunft Deutschland ist, dass wir als große Industrienation es hinbekommen, die Klimakrise so zu nutzen, dass wir die Wirtschaft der Zukunft aufbauen, die nicht auf fossilen Brennstoffen beruht, sondern diese Transformation voranbringen und das noch Hand in Hand mit sozialer Gerechtigkeit, die dafür sorgt, dass die Arbeitsplätze gesichert sind. Das ist mein Traum für Deutschland. An der Stelle gibt es natürlich immer den Applaus. Weil natürlich niemand was dagegen hat zu sagen, lass uns das Klima retten und lass uns natürlich was für soziale Gerechtigkeit tun. Lass uns einmal konkret werden, Herr Habeck. Mit Ihnen beiden würde ich gerne ganz konkret werden. Klimakrise. Was bedeutet das konkret? Angenommen, Sie würden jetzt tatsächlich nur angenommen im Kanzleramt sitzen und Sie hätten zu entscheiden. Damit habe ich nicht die Frage nach der Kanzlerkandidatur gestellt, sondern habe nur eine Hypothese in den Raum gestellt. Man würde gerne wissen wollen, was dann passiert. SUVs in den Innenstädten zum Beispiel. Fahren die noch weiter oder fahren die nicht? Das kommt darauf an, mit welchem Brennstoff sie betrieben werden, weil in Zukunft wird es auf den Straßen dieser Welt keine fossilen Verbrennungsmotoren mehr geben. Und da wir vor allen Dingen auf Elektromobilität setzen, werden diese Autos, die so groß sind, dass sie für gewisse Strecken sehr, sehr viel Ladezeit brauchen, dass sie in der Größe sicherlich so auch nicht mehr weiterfahren müssen. Ja, es wird eine andere Mobilität auf deutschen und auch auf weltweiten Straßen geben. Ich habe eine klare Frage gestellt. Gibt es dann keine SUVs mehr in deutschen Innenstädten, wenn Sie das Sagen haben? Das war meine Frage. Von fossilen SUVs wird es perspektivisch diese nicht mehr auf deutschen Straßen geben. Ja. Weil Sie die verbieten? Weil wir sagen, dass es ein Ausstiegsdatum für den fossilen Verbrennungsmotor geben muss. Und das umfasst vor allen Dingen auch große Autos, die für alle fossilen Verbrennungsmotoren sind. Weil wir ansonsten die Klimaziele nicht einhalten können. Und ja, wir brauchen eine andere Form von Mobilität. Andere Autos, weniger Autos, mehr öffentlicher Nahverkehr. Willst du einfach nur verstehen, wäre das ab sofort dann, Herr Habeck, oder was? Nein, das ist ja eine rechnerische Größe. Die Bundesregierung selbst, also ich weise kurz darauf hin, dass wir seit 15 Jahren die Grünen nicht in der Bundesregierung sind. Nein, alle Klimaziele, bitte, alle internationalen Vereinbarungen, was Sie vorhaben. Sie fragen im Grunde die Falschen. Ja, denn die Bundesregierung selbst hat international wie national sich selber Klimaziele gegeben. Letztlich kürzlich nochmal bestätigt, Mitte dieses Jahrhunderts, also 2050, wollen wir emissionsfrei sein. Deutschland, alles, alle Sektoren, Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude, Wohnen, Industrie und so weiter. Da schließt SUVs mit ein, logischerweise. Wenn man Mitte 50, also wenn man 2050 sagt und Autos 15, 20 Jahre im Betrieb sind, muss man um das Jahr 2030 herum den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bewältigt haben. Dann fahren die Dinger noch eine Reihe weiter. Aber um das Jahr 2030 herum muss der Umstieg auf eine emissionsfreie Mobilität erreicht sein. Das heißt, Aufwachsen von heute an bis 2030 wird es ein aufbauender Umstieg sein. Okay,
Was ist nicht ab heute, sondern ab 2030, aber ab morgen muss was passieren, natürlich. Also man kann ja nicht, was muss passieren? Das ist die Frage. Das ist eine ganz klare inhaltliche Frage. Was muss passieren? Aber wie sieht das aus? Die Instrumente sind Besteuerung von fossilen Brennstoffen, höhere Besteuerung. Annalenas großes Thema, eine Reform der Steuersubvention, ja, Dienstwagenprivileg, Kfz-Steuerprivileg. Das haben Sie bisher noch nie festgelegt. Aber ganz gut, selbstverständlich ist das festgelegt, bis in die Kommastellen. Sagen Sie es einmal. Ach ja, sagen mich interessieren. Wir haben es sogar auch vor der Europawahl gesagt. Und deswegen würde ich auch Ihre These nicht unterstützen, dass die Leute nicht wissen, was sie wählen. Sondern da haben sehr viele Menschen gesagt, wir haben zum ersten Mal Grün gewählt, weil ihr klar und deutlich sagt, dass ihr für Klimaschutz einsteht. Wir sagen, dass bei CO2-Ausstoß bei 40 Euro die Tonne eine Bepreisung ansetzen muss, damit es eine Lenkungswirkung hat. Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, diejenigen Unternehmen, die sagen, wir wollen klimafreundlich wirtschaften, dass es sich für die auch rechnet, weil derzeit da zahlen die obendrauf. Und diejenigen, die klimaschädlich investieren, dass die dafür den Preis zahlen. 40 Euro die Tonne und das 40 Ganze, Euro? 40 Euro die Tonne, genau. Und das Ganze soll dann nicht zu Mehreinnahmen im Haushalt führen, sondern soll an die Menschen zurückgezahlt werden, dass diejenigen, die nicht so viel haben, dann ein Energiegeld am Ende des Jahres in 100 Euro pro Kopf wieder zurückbekommen. Frau Baerbock, das ist klar. Herr Lanz, jeder von uns verbraucht rechnerisch etwa 10 Tonnen pro Jahr, jeder Deutsche. Das heißt auf jeden 400 Euro im Jahr. Das ist die Steuererhöhung, die auf uns zukommt. Das kommt darauf an, wie Ihr Verhalten ist. Wenn Sie wenn ich pendeln muss, ist es ein bisschen mehr. Aber ist richtig. Was Herr Warner sagt, ist richtig. Das ist ja die Durchschnittsgröße pro Kopf in Brandenburg. Deswegen Statistik immer genau angucken. Ja. In Brandenburg sind die Pro-Kopf-Emissionen bei 19 Tonnen pro Kopf, weil bei uns die ganzen Braunkohlekraftwerke stehen. Die werden sozusagen so regional gerechnet. Deswegen müssen Sie sich schon die sehr unterschiedlichen Lebensverhältnisse angucken. In den 10 Tonnen ist die Industrie... Nee, weil ich möchte nicht, dass jetzt gesagt wird, pauschal ist es für jede Steuererhöhung von 400 Euro, weil das ist falsch, sondern es ist natürlich auf die Art und Weise, wenn wir unsere Stromproduktion umstellen, was der zweite Bestandteil unseres Konzeptes ist, Kohlekraftwerke jetzt unverzüglich abzuschalten, dann reduzieren sich natürlich die Pro-Kopf-Emissionen ganz dramatisch. Okay, ich habe eine Bitte. Kohlekraftwerke sind natürlich nicht in der Besteuerung drin, weil die dem Emissionshandel unterliegen. Also es ist ja keine Doppelbesteuerung, sondern der Emissionshandel wird angeschärft. Die Vergütung, über die Annalena gesprochen hat, betrifft die Non-Emissionshandelsgebiete. Okay, vielleicht können wir uns alle ein bisschen disziplinieren, einen Hauch kürzer zu antworten. Ich würde gerne wirklich viele inhaltliche Dinge durchbringen. Ganz konkrete Fragen. Was bedeutet das, wenn Sie sagen, es ist aufs Komma genau gerechnet, die Kindergärtnerin, die nach Mallorca fliegt, was zahlt die mehr für einen Flug nach Mallorca? Die Flüge nach Mallorca sind ja unterschiedlich teuer. Wir sind dafür, die Mehrwertsteuer und Kerosinlosigkeit in den Flügen zu beenden, dass die umweltschädlichen Verhalten nicht auch noch steuerlich subventioniert werden, wie die Preisgestaltung der Unternehmen. Das heißt, Flüge werden teurer, heißt das übersetzt. Die Flüge sind ja jetzt auch schon unterschiedlich teuer, aber sie werden dann im Durchschnitt teurer werden, damit die Konkurrenz zu anderen Systemen wie der Bahn nicht so unermesslich groß wird. Es ist ja ein Hohn, dass man, keine Ahnung, für 20 Euro nach Barcelona fliegen kann, aber für ein Zugticket, keine Ahnung, was 200 Euro oder 300 Euro braucht, um diese aber Differenz kleiner zu machen. Aber Zugticket nach Mallorca geht natürlich schwer, ne? Ja, ein Zugticket nach Mallorca geht erkennbarerweise schwerer. Trotzdem ist ja der Anreiz, wenn das gar nichts kostet, größer, das zu machen. Und der muss genommen werden. Okay, aber was das Ticket kostet, weiß ich auch nicht, weil das Ticket ja jetzt schon überhaupt nicht nach ökologischen Bepreisungen erfolgt, sondern nach Wettbewerbsgründen. Das wird das ist ja unbenommen, das geht ja weiter. Das heißt, das Flugticket wird teurer für den Investmentbanker, der sehr viel Geld zur Verfügung hat, genauso wie für die Kindergärtnerin, die nach Mallorca fliegt. Ja, weil heute ist das Flugticket ja auch schon sehr unterschiedlich teuer. Sie können für 19,90 Euro nach Mallorca fliegen. Heute ist es aber so, dass leider in den Ferienzeiten, wo meistens die Kindergärtnerin mit ihren Kindern in den Urlaub fliegt, weil sie an die Ferienzeiten gebunden ist, zahlt dann 300 Euro für den Flug. Und der Investmentbanker, der keine Kinder hat, fliegt im Februar und zahlt 19,90 Euro. Deswegen ist aus meiner Sicht der Vergleich... Der Vergleich hinkt deswegen aus meiner Sicht aber sehr... Aber der Vergleich hinkt auch sehr. Ja, tut mir wirklich leid. Die Nummer geht nicht. Aber das kann man so nicht machen. Aber deswegen Frau Baerbock, bitte, sagen Sie doch einfach, wie es ist. Sagen Sie doch einfach, ich sage, wie es ist. Im Februar Ticket sind die Fliege günstiger als im gleichen Flugzeug sitzt der Investmentbanker und die Kindergärtnerin, mache ich es nochmal so, dann zahlen die beide mehr. Ja, natürlich. Statt, wenn sie im gleichen Flugzeug sitzen, statt 150 sitzen, zahlen die in Zukunft vielleicht 200 oder 250. Sie haben gerade von sozialer Gerechtigkeit gesprochen. Statt 150 zahlen sie aber nicht 250, weil wenn sie Emissionen jetzt auf den Flug draufnehmen, die dann bei der Kerosinbesteuerung dabei sind, zum Beispiel wenn wir die Mehrwertsteuer jetzt auf Kerosin
also auf die, das Flugticket einführen, bei 19,90 Euro dem Flug, 19% Mehrwertsteuer drauf, ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, dann sind es am Ende, was sind es, 20%, also knapp 4 Euro, die Sie am Ende mit noch mehr bezahlen. Also das sind die 19% Mehrwertsteuer. Ich frage nur nach der sozialen Gerechtigkeit. Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle an dem Punkt. Deswegen antworte ich differenziert, weil Sie jetzt haben gesagt, das Ticket steigt von 150 auf 250, deswegen habe ich Ihnen differenziert gesagt. Gut. Nein, wenn wir Mehrwertsteuer drauf berechnen, dann steigt dieses Ticket im Zweifel um 4 Euro. So, und jetzt noch ein Punkt zur sozialen Gerechtigkeit. Das ist natürlich mega verräterisch, dass diejenigen, die sich sonst am wenigsten über soziale Gerechtigkeit kümmern, immer dann auf die Barrikaden gehen, wenn es um Fliegen, Fleisch essen und Fahren geht. Dann haben sie das große soziale Herz. Wer sind die? Ja. Wer sind die? Worüber wir eigentlich... Wer sind sofort dabei, reden wir über Mieten, Wohnen, reden wir über Kindergrundsicherung, reden wir über Kinderarmut, reden wir über bezahlbares Essen in den Kantinen. Alles eine Riesendebatte. Null Unterstützung von denjenigen, die auf einmal die große soziale Gerechtigkeitskeule schwingen. Nur wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen, dann ist auf einmal das soziale Argument das Argument, das gegen die ökologische Modernisierung eingeführt wird. Und das stinkt doch zum Himmel, weil damit im Grunde eine andere Agenda weitergeführt wird, nämlich die bestehende fossile Industrie und Tourismusindustrie zu verteidigen. Es geht um einen Verteilungskampf und dass die soziale Gerechtigkeit genommen wird als Argument, diesen Verteidigungskampf für die fossilen Energieträger zu gewinnen, ist wirklich Einspruch, an der Grenze der Lauterkeit. Einspruch. Nein. Die Kindergärtnerin könnte ja vernünftige Gehälter bekommen. Auch das wäre ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit. Die Pflegeberufe vernünftig zu bezahlen, den Mindestlohn anzuheben. Dann werden die Flüge nach Mallorca oder meinetwegen die Reisen in Urlaub oder auch erschwinglich. Aber darüber reden wir komischerweise nicht. Ich habe Sie doch nur gefragt. Sie könnten mir doch auch antworten und sagen, in derselben Zeit werden wir die Löhne für Kindergärtnerinnen anheben. Das sagen Sie aber nicht. Doch, natürlich sagen wir das. Also, Entschuldigung. Ja, haben Sie das eben gesagt? Haben Sie nicht? Wir sollen bitte kurz auf Ihre Preisfrage antworten. Wir können jetzt genau darüber reden. Sie haben ja nicht kurz geantwortet. Da war schon Zeit. Auch die Lohnerhöhung für die Kindergärtnerin war da zeitlich noch drin. Also ganz entspannt. Ja, das sollten wir ja gerade sagen. Aber der Punkt ist doch, es gibt Kollateralschäden. Es gibt wirtschaftliche Kollateralschäden für so eine Politik und soziale. Da können Sie sagen, die akzeptieren wir, die nehmen wir in Kauf. Ja. Aber sie sind da. Und diejenigen, die ansprechen, ob das die Gewerkschaften sind oder die SPDler, die können es ja nicht abtun und sagen, ja, ihr habt doch bisher auch nicht an Soziale gedacht. Naja, aber der Unterschied Warum nehmen Sie eigentlich diesen alten Instrumentenkasten, Steuererhöhung, Verbote, Askese und drehen es nicht rum und sagen, wisst ihr was, wir machen gar keine Steuererhöhung, sondern wir stellen alles steuerfrei, was klimafreundlich ist. Bahnfahren, gesund essen, E-Autos. Und dann müssen Sie gar nicht mit diesen alten Instrumenten kommen. Jetzt ist Wolfram Weimar schon Grünenberater, das ist ja phänomenal. Guck mal, so schnell geht das hier in dieser Sendung. Ich wundere mich nur, weil es ist auch in der Pädagogik ja bekannte mit Bestrafung und Erziehung, dem besseren Menschen, das ist doch etwas, was aus der Zeit ist. Mir ist viel sympathischer der kalifornische Weg. Die sind ja sehr grün, sind das grünste Land der Welt. Mhm. Aber die arbeiten andersrum. Die sagen, wir verbinden das mit Innovation, mit Silicon Valley, mit Unternehmertum, mit Steuersenkung, also Anreize schaffen. Die Wiese wird doch grüner, wenn sie Wasser geben, als wenn sie auf das Ungeziefer immer eindreschen. Das Steuersenkungsprogramm wäre Ihr Modernisierungsprogramm. Ja, deswegen senken wir im Rahmen unseres Konzeptes. Wir sagen, wir wollen CO2 einen Preis geben. Und auf der anderen Seite wollen wir die Stromsteuer abschaffen. Genau das ist unser Modell. Weil Bahnfahren, wir sagen, steuerfrei. Jetzt, das wäre ein grünes Programm. Darf ich kurz jetzt, weil Sie mich gefragt haben. Deswegen ist unser Konzept, dass wir sehr genau hinschauen, welche Auswirkungen haben klimapolitische Entscheidungen. Und deswegen zahlen wir zum Beispiel auch, ich habe noch gar nichts gesagt. Lasst uns bitte diese Schärfe hier rausnehmen. Wir sind doch alle uns einig, dass wir was wissen wollen und was erfahren wollen. Und ich will Ihnen nichts und persönlich schon mal gar nicht. Ich mag diesen Ton da nicht, diesen Unterton. Vielleicht können wir den einfach weglassen, weil wir mögen uns doch alle. Ist doch alles gut. Ich will Ihnen nichts, Frau Baerbock. Wirklich nicht. Ist alles entspannt. Es war nur ein zustimmendes Ja, das Sie gerade von mir gehört haben. Ich versuche nur mein Argument jetzt. Also deswegen schauen wir uns sehr genau an, welche Auswirkungen haben gewisse klimapolitische Entscheidungen. Deswegen haben wir uns bei einer CO2-Bepreisung dafür entschieden, ein Energiegeld auszuzahlen,
um, weil natürlich gibt es diese Fälle. Ja? Ich bin selber auf dem Dorf groß geworden. Bauern. Wenn da nur zweimal am Tag ein Bus fährt, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn ich jeden Tag mit dem Auto fahren will. Deswegen wollen wir bei diesem Beispiel Geld zurückgeben. Weswegen, und deswegen stemmen wir uns so dagegen, dass wir sagen, da ist der Klimaschutz und hier ist die soziale Gerechtigkeit. So ist es doch nicht. Klimaschutz ist ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit. Wer wohnt in den Wohnungen, die am schlechtesten jetzt bei 40 Grad gedämmt sind? Die Menschen, die am wenigsten Geld haben. Deswegen ist Klimaschutz ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit. Er hat manchmal Auswirkungen, wenn man es über einen Preis macht, dass manche Leute sich rauskaufen können, weil der Investmentbanker mehr Geld hat. Deswegen ist unser Ansatz auch nicht nur über den Preis zu gehen, sondern auf der anderen Seite durch Ordnungsrecht zu sagen, manche Dinge darf es einfach nicht mehr geben. Und dann geben Sie was zurück. Zum Beispiel sozusagen Kohlekraftwerke. Wenn der Preis so hoch wäre, könnten sich die Leute das im Zweifel nicht leisten. Und Anreizprogramme wie in Kalifornien, dass wir sagen, diejenigen, die umsteigen, zum Beispiel bei den Bahntickets, da wollen wir für Schülerinnen, für Senioren kostenloses Bahnfahren möglich machen, wie wir es zum Beispiel in Hessen mit dem 365-Euro-Ticket gemacht haben. Es ist ein Dreiklang mit allen Maßnahmen, weil so wirkt es am besten. Aus unserer Sicht. Eine Frage noch in dem Zusammenhang. Oder zwei Fragen, die ja wichtig sind. Und zwar industriepolitischer Art. Trassen, Windräder, all diese Dinge. Ich habe jetzt dieser Tage gelesen, Windräder, wenn es dazu kommt, dass Windräder mindestens 1000 Meter weg sein müssen sozusagen vom nächsten Haus und auch nicht in Wäldern gebaut werden dürfen, nicht dort reingesetzt werden dürfen, dann wird die Windkraft ihren Peak schon sehr schnell erreichen. Dann kommen wir sehr schnell an einen Punkt, an dem wir keine Fläche mehr zur Verfügung haben, die all diese Anforderungen erfüllt. Was wollen Sie tun? Rücken Windräder näher an Häuser ran? Und wie lösen wir das Problem mit den Trassen? Wie kriegen wir den Strom aus Ihrem Schleswig-Holstein runter in den energieintensiven Süden? Wie machen wir das? Das sind faktisch drei Fragen. Es gibt Emissionsschutzregeln, die Menschen vor gesundheitlichen Schäden bewahren. Das heißt, um 1000 Meter, das ist in den Bundesländern immer ein bisschen unterschiedlich, hängt auch ein bisschen von der Höhe der Windkraftanlagen ab, aber um 1000 Meter herum wird immer der Mindestabstand zu den Häusern sein. Da wird man, das bleibt dabei. Da kann man nicht anders hingehen. Zweitens haben Sie recht, logischerweise ist dadurch die Fläche in Deutschland begrenzt. Sie ist rechnerisch größer als 2%, was immer so als Ausbauziel genannt wird, aber sie ist nicht unendlich groß. Wir sind ein eng besiedeltes Land. Das ist tatsächlich so. Wir haben die größten Potenziale, meine ich, im Moment offshore noch. Das ist also auf dem Meer. Ne? Auf dem Meer. Das ist im Moment bedauerlich, weil da die Technik war lange sehr teuer. Man ist in Deutschland, weil wir davor einen Nationalpark haben, man muss viel weiter rausgehen als in England oder Skandinavien. Das war lange eine sehr teure Geschichte. Aber jetzt, wo sie günstig geworden ist, also wo die Ausschreibungen tatsächlich quasi für null an die großen Offshore-Firmen gehen können, stoppt die Bundesregierung den Ausbau. Also es ist wie bei Solar. Solange es teuer war, machen wir das. Wenn aber der Break-Even-Point erreicht ist, dann sagt man, oh nee, jetzt sollen es mal lieber andere machen. Industriepolitisch Wahnsinn, was da passiert. Und mit verheerenden Folgen, gerade für Bremerhaven und die norddeutschen Regionen, die darauf versetzen. Also man kann schon einiges machen, aber sicherlich ist das begrenzt. Und deswegen ist die richtige Größe, um die Energiewende zu denken, mindestens mal ein Kontinent. Also je kleinteiliger wir denken, je regional spezifischer wir da drauf schauen, umso teurer und umso schwieriger wird es, das zu rechnen. Wenn wir Europa verzahnen mit den Solarmöglichkeiten von Spanien, den Geothermie-Möglichkeiten in Griechenland, den Wasserkraftanlagen Norwegen, Österreich, den Offshore-Windparks, den Onshore-Windparks, dann kann man daraus leichter ein System bauen. Dazu braucht man Netze, logischerweise. Richtig. Sie haben völlig recht. Das ist unbequem. Das ist das Thema überhaupt. Niemand möchte Stromnetze haben, das ist mir schon klar. Aber das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, weil ich in Schleswig-Holstein 450 Kilometer Stromnetze bauen musste. In großer Geschwindigkeit, weil wir eben diese große Menge erneuerbare Energien haben. Und es geht. Wenn man politisch sich reinhängt, geht es. Man muss nur die Bereitschaft haben, den Menschen zu erklären, und zwar politisch in der Verantwortung zu erklären, warum das notwendig ist, dann wird es keine Begeisterung geben, aber aus meiner Erfahrung tatsächlich ein Konsens, der den Stromnetzausbau beschleunigen kann. Was nicht funktioniert ist, und das ist der Fehler, den die Große Koalition unter Gabriel wie unter Altmaier gemacht hat, ist zu sagen, wir bleiben mal schön zu Hause, aber wir schicken irgendein Beratungsunternehmen dahin, das den Menschen erzählen sollen, warum die Stromnetze notwendig sind. Also muss man das selber machen. Ja, das muss man selber machen. Man muss sich die Pfeifkonzerte selber anhören und man muss selber zu seiner Verantwortung stehen. Weil das ist ja der Punkt, ne? Das ist ja der Widerspruch, der in diesem ganzen Thema steckt.
dass natürlich jeder sagt, klar, Klimaschutz finden wir alle prima, nur in dem Moment, wo es vor der eigenen Haustür stattfindet, ist der Spaß ganz schnell vorbei. Ja, aber meine Erfahrung ist eine andere. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ja, okay, ist interessant, das zu hören. Ja, vielleicht sind die Menschen da weiter, als wir manchmal so denken. Ja, man muss sie halt fragen. Also wenn man sich hinstellt und sagt, hört mal zu, wir haben eine schlechte Nachricht für euch, da wird jetzt eine Stromtrasse durchgebaut, ihr könnt euch daran beteiligen, aber es nützt sowieso nichts, dann kann man es auch gleich sein lassen. Wenn man sagt, warum, was sozusagen der größere Sinn dahinter ist, an die Solidarität appelliert und dann aber auch noch eine Mitsprache einräumt und sagt, die muss nur von A nach B, ist ja eine Leitung. Wie sie geht, das können wir gemeinsam überlegen. Die Leute dann aber auch ernst genommen werden in ihren Beteiligungsformen. Das reicht, ja, das funktioniert. Das im klagefreudigen Deutschland hat in Schleswig-Holstein dazu geführt, dass die Geschwindigkeit, man plant so eine Trasse in der Regel 8 Jahre, ja, mit den möglichen Klageschritten. Ab dem 9. Jahr könnte gebaut werden. Wenn die Klagen verloren gehen, dauert alles noch länger. Das andere Verfahren, das informelle Verfahren, das wir gewählt haben, hat dazu geführt, dass die nach 2,5, 3, 4 Jahren in die Planung gingen, nach dem 4. Jahr gebaut werden. Okay, Frage. Also doppelt so schnell wie eigentlich geplant, nur weil man die Leute mitgenommen hat. Zur Not Enteignung? Das ist also nicht zwingend notwendig, aber für große Infrastrukturprojekte, vor allem bei Autobahnen, Gewerbegebieten, Bahntrassen, wird in Deutschland permanent enteignet. Nochmal zu Protokoll gegeben. Also nochmal die Frage. Nicht unter grüner Ägide. Ja, das sieht die Bundesgesetzgebung so vor. Am Ende, wenn man von A nach B kommen will und alles ist fein, nur einer sagt, ich will nicht, dann gibt es diese Möglichkeit und die wird 100-fach im Moment ausgeübt. Noch einmal nicht von der Linkspartei oder den Grünen, sondern von dem Ministerium von Andreas Scheuer. Der größte Enteigner im Moment ist wahrscheinlich Andreas Scheuer. Ich habe es nicht geprüft. Ja, und mit einem gewissen Recht. Nun bin ich nicht der größte Fan von weiterem Autobahnausbau. Aber dass eine Gesellschaft nicht so funktionieren kann, dass ein einzelner Widerstand am Ende darüber entscheidet, wohin sich die Gemeinschaft bewegt, das ist natürlich auch richtig und konsequent. Und Enteignung heißt natürlich auch immer mit Entschädigung verbunden. Ja. Es ist nicht die Enteignung, wie wir aus der DDR kennen. Der Staat nimmt es weg und schickt die Leute nach Hause. Es gibt sozusagen die staatliche Ermächtigung, Gebote durchzusetzen gegen finanzielle Entschädigung. Ich glaube, man erkennt daran, wie er argumentiert, dass das Dilemma der Grünen in dem Ziel Umweltschutz, Klimaschutz, glaube ich, sind auch große Mehrheiten der Bevölkerung bei ihnen. Aber in der Realisierung sind die Antworten nicht so einfach, wie das im ersten emotionalen Reflex klingt. Und er sagte was ganz Richtiges, die Antworten müssen kontinental gedacht werden oder zumindest international gedacht werden. Da erleben wir aber, dass die meisten Staaten um uns herum unseren grünen Weg gar nicht mitgehen wollen. Wir haben gerade die Abstimmung gehabt in der EU, Klimaziel 2050, klimaneutral zu werden. Da sagen die Osteuropäer, machen wir nicht mit. Wir sehen es ganz anders als ihr. Die Südeuropäer machen auch nicht mit. Das heißt, wir gewinnen sie nicht. Wir gewinnen nicht mal unsere unmittelbaren Nachbarn, geschweige denn von Indien und China, die für den großen CO2-Ausstoß auf dieser Welt wirklich verantwortlich ist. Und meine Sorge wäre, dass wir uns entscheiden für einen politischen Reformweg in Deutschland, der sagt, wir machen diesen grünen Weg, machen alles richtig teuer, was industriell verschmutzt, was im Konsum verschmutzt, schwächen damit unseren Standort, untergraben uns sozusagen in unseren Potenzialen und die anderen machen aber nicht mit und dann müssen wir die schmutzige Kohlestrom aus Polen importieren oder den Atomstrom aus Frankreich, dann haben wir nichts gewonnen. Aber Herr Weimar, aber heißt denn das, Deutschland ist am Ende nur für 2% der CO2-Ausstöße verantwortlich. Aber ist das wenn wir auf null stehen. Aber Herr Weimar, ist das der Appell, wir blasen weiter raus und Sein Satz ist wahr. Ja. Er sagt, lasst es uns kontinental denken. Ja, stimmt. Ja. Es hilft keine nationale CO2-Steuer. Unsere asketische Politik. Wir müssen es einbinden. Oder wir schaffen es so erfolgreich kalifornisch, dass das wirklich ein Erfolgsmodell wird, Wohlstand und Wirtschaft zu versöhnen mit den ökologischen Dingen, dass die Chinesen und die Inder wirklich sagen, oh, das deutsche Modell gehen wir mit. Im Moment ist das nicht der Fall. Wir haben die höchsten CO2-Ausstiegskosten der Welt. Wir haben die höchsten Strompreise der Welt. Wir haben die höchsten Steuern der Welt. Und wir schaffen das gerade noch, aber wir gehen gerade über die Kippe unserer Konjunktur. Und wer regiert das Land? Heute, ich argumentiere ja nicht parteilich. Mich interessiert da eher, wo geht das Land hin? Wir hören heute, Ford baut 5.000 Stellen ab, BASF 6.000 Stellen, Siemens 3.000 Stellen. Genau. Das heißt, die fetten Jahre sind vorbei. Und wir müssen uns schon fragen, wie sieht unsere Wettbewerbssituation aus? Und wenn wir Deutschland da schwächen, wird nur noch gerne aber was ergänzen. Ökologisch nichts gewinnen, Dann haben wir falsch gewettet. Ja, aber ich würde jetzt gerne mal, das war jetzt ganz viele Aspekte. Zum einen Europa. Wir müssen aus meiner Sicht schon uns die Realität im Hier und Heute, im Jahr 2019 genau anschauen. Vor 15, 20 Jahren, als Deutschland mit der Energiewende angefangen hat,
Da stimmte das. Da hat Deutschland gesagt, wir investieren in Technologien. Deutschland hat sozusagen dazu beigetragen, dass die Energiewende weltweit gestartet ist. Seitdem haben sich die Dinge aber diametral anders dann entwickelt. Und das, was Sie gerade aufgezeichnet haben, das stimmt halt so einfach nicht mehr. In Europa ist es so, dass Deutschland, wenn man mit dem Blick zum Beispiel Ausbau erneuerbarer Energien im Energiebereich, nicht nur Strom, sondern Wärme mit einbezieht, dann sind wir im letzten Drittel europaweit. Das, was Sie zu den Südeuropäern gesagt haben, Entschuldigung, es stimmt halt einfach nicht. Die sind mit Blick auf erneuerbare Energien mittlerweile bei Wärme und bei Strom bei 40%. Und wir sind nach wie vor ungefähr bei 15%, wenn man den ganzen fossilen Brennstoffe mit reinrechnet. Hat auch damit zu tun, dass dort nicht so viel geheizt werden muss, ne? Nein, es ist ja prozentual gesehen auf den Bedarf, den man hat. Das, was Sie gesagt haben, Klimaziel, auch das stimmt nicht. Deswegen ist es wichtig, lassen Sie uns auf Grundlage der Fakten, kann man streiten, ob man jetzt einen CO2-Preis findet. Aber die Fakten, Baerbock, die Franzosen sind aus der Kernenergie nicht ausgestiegen. Nein, jetzt lassen Sie mich doch mal ganz kurz. Deswegen sind die Franzosen für eine CO2-Steuer, weil sie natürlich Deutschland dort direkt belasten können. Es sind doch Interessen im Spiel, die müssen Sie erkennen. Nein. Gerade wenn Sie Verantwortung für das ganze Land übernehmen wollen. Und diese Interessen, die laufen zum Teil gegen unsere. Jetzt und da ist die Frage, wie kriegen wir das Konkurrenz? Uns ist niemand gefolgt im Atomausstieg. Jetzt steigen wir aus der Kohle aus. Die Polen folgen uns nicht. Ja, die Polen folgen uns langsamer, als wir das tun. Aber die Frage ist, wollen wir bei der globalen Transformation vorne mit dabei sein? Wollen wir ThyssenKrupp und anderen Unternehmen deutlich machen? Ja, wir streiten ja nur um den Weg, nicht um das Ziel. Oder wollen wir das nicht? Wenn die Marke Made in Germany, wenn die in Zukunft Bestand haben soll, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir eine fossilfreie Wirtschaft hier bei uns gemeinsam dieses Projekt angehen. Wir können uns dafür entscheiden, dass wir das nicht tun. Dann können wir auch noch 10 Jahre so weiter wirtschaften. Wir werden nur am Ende beim Klimaschutz nichts erreichen und wirtschaftspolitisch ganz, ganz am Ende landen. Und weil Sie Ihr Projekt nochmal Kalifornien genommen haben. Kalifornien macht das genau so, wie wir das vorschlagen. Nämlich ein Dreiklang aus unterschiedlichen Instrumenten. Und sie sind vorangegangen in den USA, auch ihr Argument zu sagen, man kann nicht vorangehen. Sie machen es trotzdem, weil sie wissen, sie haben damit einen wirtschaftspolitischen Vorteil. Und diesen wirtschaftspolitischen Vorteil, den würde ich auch gerne in Deutschland nicht weiter verspielen. Herr Habeck, eine Frage habe ich in dem Zusammenhang, weil gerade das Stichwort Made in Germany fiel. Wir hatten Herbert Diess war vor kurzem bei uns, Chef von VW, der nach mehrmaligem Nachfragen dann irgendwann sagte, ja, Sie haben recht, einen Elektromotor zu bauen ist deutlich unaufwendiger als einen sehr komplizierten, ingenieurstechnisch sehr aufwendigen Verbrenner zu bauen. Und wir werden da Arbeitsplätze verlieren. Und ich fragte dann, wie viele? Und er sagte, in Deutschland wahrscheinlich 20%. Da reden wir über 40.000 Jobs nur bei VW. Und wenn man mit Mark Moring zum Beispiel spricht, Spitzenkandidat der CDU in Thüringen, die sind dort jetzt schon unmittelbar betroffen. Da geht es um Jobs, ganz handfest um Jobs. Was machen wir mit diesen Arbeitsplätzen? Es ist unstrittig, dass das, worüber wir reden, eine große Veränderung in der Gesellschaft bedeuten wird. Im Verhalten und in der Arbeitsplatzstruktur. Und deswegen ist die Leichtigkeit, mit der man immer fragt, habt ihr nicht Lust, irgendwas zu machen, ist völlig fehl am Platz. Es ist das, wovor wir im Hintergrund wir das diskutieren, ist dramatisch und wir werden in einer großen Geschwindigkeit eine hochentwickelte Industrie verändern müssen, um wettbewerbsfähig zu sein und die ökologischen Zielvorgaben zu erreichen. Es ist völlig unstrittig, dass das dramatische Transformationsmodernisierungsprozesse sind. Die Frage ist, was ist die Alternative? Ich meine, wenn man diese Frage stellt, muss man ja fragen, okay, ist Nichtstun eine Alternative? Erhalten wir die Arbeitsplätze? Das ist ja immer die Suggestion. Nicht agieren sorgt dafür, dass die Leute, die jetzt Verbrennungsmotoren bauen, die jetzt im Kohlebergbau sind, dass die dann in 30, 40, 50 oder 100 Jahren immer noch mehr oder weniger die gleichen Jobs haben. Ich sehe das Dilemma. Wenn man das so beantwortet, wenn man sagt, diese Alternative existiert, dann hat man es leicht. Dann kann man sagen, das ist alles Firlefanz und grüner Voodoo, müssen wir nicht machen. Es kann auch weitergehen wie bisher. Wenn man ernst nimmt, was wir gerade erleben, als globale Erderwärmung, ist das keine gangbare Alternative. Die Möglichkeit besteht, es ist nichts alternativlos in der politischen Welt, aber sie wird eher ins Nirvana führen, in eine unkontrollierte Gesellschaft als die Gestaltung des Wandels. Also bleibt nur die Umstellung der Prozesse und die gute Nachricht für VW und alle, die jetzt in der Automobilindustrie arbeiten, ist, dann bleiben noch Arbeitsplätze erhalten. Es werden auch andere entstehen, es werden auch neue Dienstleistungssektoren entstehen, wenn wir
stärker gemeinsam den öffentlichen Raum nutzen, dann gibt es andere Angebote, diese gemeinsame Nutzung zu haben. Nicht jeder sitzt alleine in seinem Auto und steht im Stau, sondern das heißt, wir brauchen aber weniger Autos, organisiert werden. Wir werden einen Dienstleistungsmobilitätssektor bekommen, aber wir bekommen noch Arbeitsplätze. Die Wette, die man eingehen kann, und wir wetten eben auf die andere Seite, ist, dass das die Verhaltensstarre, die wir erleben, dazu führt, dass erst recht der Einbruch in die Struktur dramatisch sein wird. Das glaube ich auch. Und das passiert ja jetzt. Ja? VW hat uns, auch uns beide persönlich und die Grünen im Jahr 2017, das ist ja noch nicht 100 Jahre her, sondern noch nicht mal 2 Jahre her, dafür gedisst, dass wir gesagt haben, wie eben auch 2030 muss der Verbrennungsmotor der Geschichte angehören. Das war Verbotspolitik und Eingriff in die persönliche Mobilität und so weiter. Was macht VW jetzt? Sie bauen unter der Ägide von Herrn Dietz alle Fahrzeugtypen komplett auf Elektromobilität um. So radikal wie kein anderer deutscher Automobilkonzern. Aber und sie hoffen, dass sie Zeit haben, bis 2030 das noch durchzuhalten. Das hat sich komplett gewandelt. Und ich glaube, wenn die ehrlich zu sich sind, sagen sie, verdammt, 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 wir sind 5 Jahre zu spät. Hätten wir mal lieber den Wandel früher gestaltet, dann hätten wir jetzt noch eine größere Chance, eine größere Sicherheit, die Wertschöpfung zu erhalten. Konkret über Politik gesprochen. Das widerlegt doch sozusagen die ganze Fragerichtung von Herrn Weimar, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Sie fragen immer aus der Ecke, es gibt die Möglichkeit, nichts zu tun. Nein, das ist aber falsch. Die Möglichkeit ist uns genommen, weil dann der Wandel uns überrollen wird. Nein, mir geht es nur um den Weg. Nehmen wir das Beispiel, was Sie gerade gesagt haben mit dem Verbrennungsmotor. Es könnte doch sein, dass wir Öko-Fuels haben in 5 oder 10 Jahren, wie die Industrie sie gerade erforscht, dass wir den Verbrenner nicht abschaffen müssen. Es könnte auch sein, dass wir mit Wasserstoff fahren. Beides wäre klimaneutral und sehr wünschenswert aus Ihrer und aus meiner Sicht. Aber sich festzulegen auf dieser eine Weg, Elektromotor, das ist der richtige und den zwinge ich jetzt politisch durch, das halte ich für falsch. Da würde ich Technologie offen sein. Die Japaner zum Beispiel, die haben im nächsten Jahr Olympische Spiele und da wird alles auf Wasserstoffmobilität umgestellt. Mit einem Multimilliardenprogramm. Vielleicht ist das der Weg, ich weiß es nicht. Aber ich würde mir an Ihrer Stelle auch nicht anmaßen, es zu wissen, sondern zu sagen, wir wollen in dieses Ziel Klimaneutralität, gut. Wir suchen moderne Wege, aber ich zwinge doch die Menschen nicht in Bestrafung des Verbrennungsmotors oder der Besteuerung, weil ich den Elektromotor jetzt für das Allheilmittel. Das habe ich aber auch so verstanden, dass das durchaus etwas ist, wo Sie ja auch offen sind. Aber der Verbrenner muss nicht abgeschafft werden, wenn wir Öko-Fuels haben. Naja, deswegen genau zuhören. Emissionsfrei, sagen wir. Das heißt, wenn man emissionsfrei sagt, dann kann es natürlich ein Motor sein, der keine Emissionen am Ende ausstößt. Aber wir sagen, technologieoffen muss das Ganze passieren. Nichtsdestotrotz haben wir als Politiker eine Verantwortung dafür, gesamtgesellschaftlich zu argumentieren und zu denken, weil wir einen Bundeshaushalt haben, der nur begrenzte Ressourcen hat. Wenn ich jetzt sage, ich baue eine Infrastruktur, Ladesäulen, komplett für Elektromobilität auf, dann nochmal alles für Wasserstoff, ist die Frage am Ende, zu Recht von Ihnen, von anderen, wer soll das alles bezahlen? Das müssen Sie als Regierung gar nicht. Lassen Sie das Gesellschaft selber machen. Und deswegen müssen wir doch schauen, am Ende, wo können wir mit Fördermitteln, was Sie ja gesagt haben, das Geld am besten einsetzen. Und deswegen sprechen wir ganz intensiv mit der Automobilindustrie. Und das ist halt derzeit so, dass die sagen, Wasserstoff ist für den Individualverkehr unbezahlbar. Elektromobilität ist das, was wir am besten umsetzen können, volkswirtschaftlich im Sinne der Arbeitsplätze. Japan hat einen anderen Weg gewählt, weil vor Jahren als Ingenieure aus unserem Land an deutsche Automobilkonzerne herangetreten sind, gesagt haben, wisst ihr was, wir haben eine super Idee, Wasserstoff, haben die alle gesagt, nein, wir machen Diesel und wir machen Benzin. Zu Toyota gegangen, nach Japan bekanntermaßen, und da haben sie das entwickelt. Deswegen hat Japan damals gesagt, wir setzen voll auf Wasserstoff, nicht auf Elektromobilität, haben da rein investiert. Aber Frau Deswegen Baerbock, sind es unterschiedliche Gangarten. Politik ist aber dafür da, Leitplanken zu setzen und verantwortungsvoll in die Zukunft zu investieren. Und deswegen machen wir uns diese Gedanken, aber was kann am Ende am besten funktionieren für unsere Gesellschaft. Ja. Haben wir verstanden. Eine letzte Frage in dem Zusammenhang. Wie sehr bringt Sie auf die Palme, wenn Christian Lindner Ihnen vorwirft, Sie träumen von einem fleischlosen Deutschland? Gar nicht. Das interessiert mich gar nicht. Und wie fleischlos ist das Deutschland, von dem Sie wirklich träumen? Das Interessante, wenn es an dieser Debatte irgendwas Interessantes gibt, ist, dass wir, unsere Partei, uns konzentrieren und zwingen und daran arbeiten, politisch zu argumentieren. Also
die Wiederkehr des Politischen. Eine Regierung, die die Verantwortung übernimmt und nicht sagt, je weniger wir entscheiden, umso besser ist das für die Gesellschaft. In Umkehrschluss eine Entlastung für die Menschen mitdenken. Also nicht bessere Menschen machen, sondern versuchen, bessere Politik zu machen. Okay. Und je mehr wir das tun, je mehr wir auf die politische Ebene gehen, umso mehr gehen andere in die Lebensstilebene. Das, was uns immer vorgeworfen wird, ihr müsst erstmal alle Wollsocken stricken und Müsli selber schroten, bevor ihr bei den Grünen mitmachen könnt, das wird jetzt im Umkehrschluss sozusagen von den Mitbewerbern kolportiert, indem sie sagen, alles schön und gut, aber grillen, da geht mir keiner ran. Also sie grillen schon, sie grillen doch, schon noch, das, ja? Das ist doch unpolitisch. Ja, gut. das ist im Kern dass der Politik den Raum nehmen. Es geht doch gar nicht darum, wer wann wie viel grillt, sondern es geht darum, zu welchen Bedingungen die Tiere gehalten werden, wie viel Platz die Tiere haben, wie viel Nitrat wir im Grundwasser haben und so weiter und so fort. Deswegen aber je mehr wir die politische Ebene, das ist die Veggie-Dayisierung der FDP, was wir da gerade erleben. Ich verstehe diese Polemik. Ich ganz mit der Bitte um kurze Antwort. Sie ist aber traurig, weil wir eigentlich in dieser Situation eine politisch agierende liberale Partei dringend brauchen würden und keine, die sich so aus dem Spiel nimmt. Aber Herr Habeck, Sie haben Adorno doch gelesen, das Private ist das Politische. Und der Eindruck, der bei ganz vielen Menschen im Land ist, also oder dieser Begriff, die Verbotspartei, der kommt ja schon irgendwo her. Der ist ja nicht, weil die Leute sich irgendwas ausdenken. Es gibt natürlich jede Woche irgendeine Forderung aus der Grünen Partei, dieses zu verbieten, das zu reglementieren, das vorzuschreiben. Und berühmtester Fall war Veggie Day, da haben sie meine Bundestagswahl für verloren. Und deswegen interessiert das die Leute und es ist hochpolitisch. Wie sehr wird reglementiert? Wie sehr ist das Asketische sozusagen eine Kategorie ihres Denkens und ihres politischen Handelns? Ja. Und auch das können sie nicht so abtun und sagen, ja, ich will eigentlich dieses Ziel, aber wenn du dich darüber aufregst, dann ist das doch. Bisschen Spaß doch dabei. Sozusagen ja, aber das, minder aber, wichtig. Aber das sagen wir doch gar nicht. Ja? Also um es jetzt mal ein bisschen lebensnaher zu machen. Natürlich grillen wir auch manchmal. Letztens als Dank für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in der Bundesgeschäftsstelle zur Europawald haben wir gegrillt. Aber nicht ihr Ernst. Ist doch doppelt schlimm, oder? Ist doch CO2-schädlich und Fleisch. Und Robert Habeck ist Vegetarier und ich nicht. Auch so kann eine Doppelspitze aufgeteilt werden. Das ist das Bekenntnis. Großartig. Und trotzdem ist es mir wichtig, wie Tiere gehalten werden. Genau deswegen wollen wir eine andere Landwirtschaftspolitik machen, weil wir sagen, für alle in diesem Land muss das, was dann auf dem Teller liegt, dieses Fleisch, auch nicht mit Breitbandantibiotika durchgesetzt werden, sondern das, was auf den Teller gehört, das bedeutet eine andere Form von Landwirtschaft in ganz Deutschland. Zwei letzte Fragen habe ich noch. Aha. Sie haben nicht vor, demnächst wieder zu Twitter und Facebook zurückzukehren? Nein. Was haben Sie gewonnen? Was ist denn? Ich freue mich nur, weil bei der letzten Sendung wurde ich immer gefragt, wie Robert twittert. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass Sie es ihn endlich direkt fragen können. Ja, das stimmt. Na, er war damals nicht dabei. Ich konnte ihn nicht direkt fragen. Aber das war natürlich, ist ja ein wichtiges Instrumentarium mittlerweile. Ja. Ich meine, da gibt es einen Präsidenten, der uns allen bestens bekannt ist. Der regiert nur damit und macht Ansagen. Also insofern. Keine gute Politik. Anna, das heißt, Sie machen das Vorbild. Warum machen Sie es nicht wieder, Herr Habeck? Was haben Sie gewonnen dadurch, dass Sie es nicht mehr machen? Für mich persönlich mehr Ruhe und ja, und dann fragt er mich manchmal, was ist bei Twitter los? So gerade los, ja. Mehr Ruhe für ihn, bisschen weniger für mich. Okay, ja. Auch das ist Doppelspitze. Ja, auch das ist Doppelspitze, ja. Aber das heißt, Sie haben was gewonnen für sich, an Lebensqualität. Für mich persönlich ist das so, ja. Ja, also, aber das, glaube ich, das erleben wir ja beide, dass manchmal in der Aufgeregtheit des Netzes einfach viel belastender steht und man kriegt das natürlich mit und wenn man irgendwie eine Regel davor steht, dass man es nicht mitkriegt, dann ist es auch eine Art von Befreiung. Ja, okay. Dann habe ich noch eine letzte Frage, weil Sie schon die ganze Zeit inständig darum bitten, dass ich sie endlich stelle. Das ist kein Absprung im Publikum. Vielleicht möchte das Publikum gerne. Nein. Wie losen Sie denn aus, wer Kanzlerkandidat wird? Tja, auch da müssen wir Sie bitter enttäuschen. Ja. Dass wir jetzt unsere nächste Wahl vor der Tür haben, das ist die Brandenburg-Wahl, das ist die Sachsen-Wahl, das ist die Wahl als neue Parteivorsitzenden. Da können wir Ihnen das kleine Geheimnis verraten, dass wir beide als Doppelspitze, weil es in der Doppelspitze so gut funktioniert, auch wieder antreten wollen. Okay, das ist mal die News. Ja.
Dass Sie treten wieder an. Gut, das war leider nur nicht meine Frage. Herr Habeck, für den Fall, dass Sie wieder bei Twitter einsteigen, zwei Vorschläge. Hashtag Robert Habeck, ja, ich will Kanzler werden. Oder B, Hashtag Robert Habeck, Annalena ist genau die Richtige fürs Kanzleramt. Welchen nehmen Sie? Ja, da ich nicht wieder bei Twitter einsteige, kein von beiden. Ja. Das war mit Tendenz zu... Das war jetzt einfach. Das war einfach, ja, ja. Also ich kriege Sie auch nicht dazu. Also, ich danke sehr. Das war sehr lebhaft. Das war teilweise auch, ging es richtig zur Sache. Hat mir gut gefallen. Vielen Dank. Haben einen Eindruck davon gekriegt. Okay. Haben wir nicht oft, dass Parteien ihren eigenen Fanclub mitbringen, aber das, darüber wird zu reden sein. Nein, danke sehr herzlich. Es sind große, große Dinge, auf die wir uns da vorbereiten müssen, alle zusammen, egal wie Wahlen in Zukunft ausgehen werden. Und das wird nicht lustig, aber ich glaube, man kann es auch optimistisch angehen. Und insofern steckt da auch eine riesige Chance drin.